Euch verkaufe ich gern, ihr könnt nix. Ihr hättet nicht so voll laut sein sollen. Oh, okay, Bosco kann was. Ja, ich brauche dringend wieder mehr Dexterity. Okay, ich brauche auch mehr Heiltränke. Identifier wäre nicht schlecht, so. So, nun bin ich der Einzige, der Town Portals benutzen kann. Wenn die jetzt mir alle hinterher rennen würden, wow, what can I do for you? Echt sehr schön. Und ja, ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass wir auf Full Healing Potions umsteigen. Geld dafür haben wir ja mehr als genug. Auch gleich mal unser Mana auffüllen. Was sagt unsere Waffe? Könnten wir auch mal reparieren. So. Das ist ein Accuracy Oil. Das ist Blacksmith Oil. Damit können wir mal den ein bisschen reparieren. What ails you, my friend? Voll healing potions. So. Weil die normalen healing potions, die heilen jetzt nicht mehr genug, als dass sie sich rentieren würden. Bastard fast nicht. Kannst du nicht sterben? Leveln und die dann töten.
Vielleicht ich vergesse mich mit ihm anzulegen. Ist zwar nicht mehr viel bis zum Level, aber das kann trotzdem stressig werden. Gut, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Er wird irgendwo da oben und dann beim Eingang. Also ja, der will ab und in Eco-Messing packen. Andere Wahl habe ich nicht. Ist jetzt nicht so die Welt. Hoffen wir mal, dass das reicht. Naja, der Kerl ist echt arg schlecht zu treffen. Das war der Falsche. Ich wollte den hier umzugucken, ob hier was rumliegt. Ach, wo kommst du denn her? So, hier ist nichts. Hier sind nur ein Haufen Tote. Ist auch nichts. Das war ein Verstreuter. Healing Potion. Das war das Zeug, was wir da haben liegen lassen, ja. So, jetzt müssen wir den Typen wiederfinden und den umboxen. Hoffentlich. Mal gucken, wo haben wir ihn gelassen? Also hier? Sieht nicht danach aus. Hier ist aber auch nichts. Haben wir ihn doch vielleicht beim Weg runtergelassen? Das ist ja doof. Da ist er.
treffe ich ihn etwas öfter. So, wir sind schon auf der letzten Ebene der Höhlen. Eine Krone. Ja. Okay, Vipers. Ah. Ja, gegen die kann man gut kämpfen. Ah, hier liegt noch was. Ich sehe es noch nicht. Elixier of Dexterity. Yay. Oh, Squall of Stone Curse. Die müssen wir unbedingt aufheben. Und da habe ich übertrieben. Oh. Gut. Sterben gehört dann auch dazu. So, da wäre der Weg weiter runter, okay. Gucken wir uns erstmal hier oben weiter rum. Vor allem da draußen. Ernsthaft? Okay, auf der Seite komme ich nicht rüber. Auf der anderen. Ah ja, die Damen, die tun auch jetzt weh. Seht euch das an, sagt mir, wir sollen mal als Nahkämpfer eine Chance haben. Ich zieh erstmal ein, ne? Okay.
my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Was ist das für eine Krone? Resist Fire und Hit Points. Ja. Well, what can I do for you? Crimson Sword, das könnte man kaufen. Bei der Krone bin ich mir nicht ganz sicher. Die benutzen wir mal. Ja, war ja mal so ein Zeug hier, ein bisschen wie Blacksmith rein. Ja, Stone Curse. Die ganz normalen Regenerations-Potions, die können wir jetzt auch mal weghauen dann. Ein bisschen Ordnung hier machen. So. Ein Accuracy können wir noch auf das Ding packen. So, das dahin. Stone Curse können wir auch mal dazu werfen. Verkaufen wir noch bei Adria die beiden Rollen und dann werden wir speichern und Cut machen. Oh, und uns bei Pepin heilen. I sense a soul in search of answers. Was verkauft sie so? Runen, Stäbe, aber sonst nichts. Eine Mana Potion. So, Mana Potion, damit wir etwas voller an Mana sind. Dann zu Pepin. What ails you, my friend? Nein, der verkauft auch noch keine Tränke. Was wow, what can I do for you? Silver, der Stuff of Non-Stuff of Swiftness, der aber viel schlechter ist. Amulet of Vigor. Non-Stuff of Swiftness, Shield, Bow. Doppelgänger Stuff of Structure. Plus 90% Damage, aber nicht besonders gut, nein. Gut, unser Inventar ist aufgeräumt. Wir haben auch hier endlich mal ein bisschen dezimiert. Hier haben wir nur noch eine Scroll of Town Portal und eine Scroll of Identify. Ja, okay. Den sollten wir wieder
zurücktauschen. Dings. Nee. Den Spell speichern und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.